Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Barbecue Tina. Heute gibt es ein tolles Ofengyros und zwar natürlich vom Grill. Ich benutze heute den Connected Joe mit der dazugehörigen Paella-Pfanne. Und was ihr dafür braucht, seht ihr nach dem Intro. Für das Ofengyros habe ich in dem Fall Schweinefilet genommen, damit es ein bisschen magerer ist. Eine Gewürzmischung aus Zatar und Peppers Nummer 2 von Pot & Pepper. Das habe ich mal so ein bisschen zusammengewürfelt. Schafskäse kommt oben drüber. Die Soße besteht aus Creme fraiche und Cheddar und Sahne. Dazu ein bisschen ein paar gesunde Sachen. Einmal braune Champignons. Knoblauch, Paprika und Zwiebeln. Das war's schon. Wir fangen an und marinieren das Fleisch. Gibt's einen Schuss Olivenöl drauf und die Gewürzmischung. Ups. Mastieren das richtig schön ein. Könnt ihr auch gerne ein bisschen vorher machen, ne? Stündchen vorher. Kann immer ein bisschen ziehen im Kühlschrank. Oh, die Gewürze riechen immer schon so toll. Das wird klasse. Das sind so um die 700 Gramm, würde ich sagen. Knappe 700 Gramm. Das war es auch schon. Ziehen wir den Gummischlappen mal wieder aus, ne? Und gucken mal da drüben, wie es hier so läuft. Der Connected Joe hat jetzt schon 225 Grad. Das ist sehr gut. Die Paella-Pfanne hatte ich schon reingeschmissen. Direkt, indirekt mit einem Deflektorstein. Und jetzt nehme ich die direkte Seite zum Angrillen von dem Schweinefilet. Ich hoffe, das ist jetzt schon schön knusprig geworden. Und ja, sehr gut. Ich schiebe das jetzt einfach mal rüber in den indirekten Bereich. Gebe noch ein bisschen Olivenöl zu. Und grille dann das Gemüse mit an. Und ich fange mit Zwiebeln, Paprika und dem Knoblauch an. Die Champignons kommen so nach 5 Minuten dazu. Einmal schön unter Feuer. Herrlich. Und ich schmeiße noch ein paar Thymianzweige mit rein. Die habe ich eben noch schnell geerntet. Ist jetzt alles fein auf dem Grill. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ich habe hier zwei Becher, einen Becher Creme fraiche und mit Kräutern und den anderen ohne. Da rühre ich jetzt die Sahne drunter. Eine feine Soße und dann hebe ich schon mal den geriebenen Cheddar unter. Ihr könnt auch Gouda nehmen. Ich finde einfach Cheddar für mich, für uns einfach ein bisschen cooler. Und die Masse gebe ich dann gleich in die Paella-Pfanne, wenn alles schön angeschmort und brutzelt ist. Und ganz zum Schluss dann erst schön den Schafskäse drüber. Und wer mag, kann hier natürlich Chiliflocken reinmachen oder schärfer. Jeder wie er mag. So, Gemüse einmal durchgeschwenkt. Schon ein paar Röstaromen. Wunderbar. Klasse. Jetzt schmeiße ich die Champignons dazu. Ups, der erste geht schon daneben. Den retten wir doch gleich. Juhu, da ist er. Heben wir ein bisschen unter. Zwiebeln und Paprika. Lassen das Ganze noch mal so 5 Minuten schön anschmoren, bevor wir alles zusammenschmeißen. Jetzt hole ich mal den Thymian hier raus. Den Geschmack hat er abgegeben. Die Stängel
Mag eh keiner. Und jetzt können wir das Ganze mal vermischen. Schön unterheben. Das duftet echt unglaublich. Jetzt schicken wir, schmeißen wir, schieben wir, wie machen wir es? Gießen das Süßchen drüber. Ich hole das mal schnell. So. Ein bisschen aus nach Tzatziki, ne? Ist es aber nicht. So. Kratze ich gleich den Pott nochmal aus, die Schale. Und dann geht es für 20 Minuten schön zum Schmoren in der Soße. Jetzt habe ich alles schön verteilt. Hier, der Käse macht schon Fäden. Das ist ganz cool. Lassen wir mal so 5 Minuten, dann geben wir den Schafskäse oben drauf. Den Grill habe ich jetzt runterreguliert. Der braucht jetzt ja nicht mehr so viel Dampf. Die Hitze hat er ja aus der Keramik. Und dann machen wir den Deckel mal zu. Gucken wir mal. Sehr schön. Schon schön eingeköchelt. Perfekt. Ich rühre das jetzt noch einmal durch. Und dann brösel ich den Schafskäse drüber. Und das ist auch fertig. Also, oh, das riecht, Freunde. So. Und nach Absprache mit meinen Männern gibt es noch Chiliflocken oben drauf. Und die sollen sie natürlich bekommen. Schafskäse, jeder so viel er mag. Wir mögen den ganz gerne. So. Hol ich mal die Chiliflocken, dann geht es gleich weiter. So, da sind sie auch schon. Abgesehen davon, dass sie richtig lecker sind, sieht das auch immer fein aus. Oh, herrlich. Was soll ich sagen, Freunde? Richtig lecker. Ein Duft vom Feinsten. Also, wenn ich mir heute nicht die Schnute verbrenne, wann dann? Das mache ich gern für euch. Hier kühlt es ein Glück auch ziemlich schnell ab. Schneit schon wieder. Butterzart. Oh, Petersilie. Danke, Kamerakind Nummer 1. So. Darf ja nicht fehlen. Tolle Würze. Sehr gelungen. Ich freue mich. Dazu passt ein tolles Baguette oder Reis oder Pommes natürlich. Bratkartoffeln, ihr könnt alles fein zu machen. Gesundheit. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch. Euch hat es gefallen. Lasst gern einen Kommentar da, einen Daumen oben und gern ein Abo. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.